Double Action. Okay. Hi, Jungs. Ja, wir machen jetzt hier mal ein kleines Video zu eurer Diätform. Richtig? Einfach mal so ein Statement zu dem anderen Video. Auf jeden Fall zur Diät. Zur Diät. Es geht jetzt nur um die Diät von euch beiden und wie die vorangegangen ist, wie ihr sie gemacht habt. Wir wollen jetzt ein bisschen was wissen, also ich denke mal die YouTuber-Friends von uns. Okay, ich stelle euch mal Fragen. Okay, wie lange habt ihr die Diät gemacht? Ungefähr? Die ging jetzt gute 8 bis 10 Wochen. Eigentlich hatten wir ja den Status drin mit 36 Tagen bei WhatsApp. Ja, aber das ist durch den Status. Ja, ich habe das jetzt auch gar nicht mehr aktualisiert, das Ding. Aber ich denke, es war 9 Wochen. Ungefähr 9 Wochen waren es gewesen. 9 Wochen. Welche Diätform habt ihr gewählt dafür? Also, wie habt ihr das gemacht? Diätform. Also, Diät hatten wir eigentlich gar keinen Plan. Weil so unser Motto war eigentlich fit ohne Plan. Unser Motto war gewesen, keine Carbs in 18 Uhr, Mann. Nee. Wir schreiben ja eh rum. Nee, es wird alles drin, Mann. Unsere Form einfach nur gewesen, oder unsere Diätform, Alter, weil jede Diät eh nur gleich funktioniert. Und zwar war ich ja schon in meinen ganzen Videos, wo ich immer Diät gemacht hatte, was ich gefilmt hatte, ist immer das gleiche, einfach nur Kaloriendefizit. Ja, was du immer erfahren hast. Und ich für mich, ich weiß nicht, ich habe auch nicht mehr anders drüber gequatscht, ich weiß jetzt nicht. Aber ich glaube, der hat auch Fasten gemacht. Ja, ich habe Fasten gemacht, ja. Ich habe halt nur früh was gegessen, wenn überhaupt nicht, gar nicht. Ja, also, was Minimales und dann wirklich die ganzen Kalorien für Art aufgehoben, ne? Genau. Also es ist halt so, ne? Ich habe von Maschine André habe ich jetzt da vorne rein gesagt, so okay, gut, du bist fast, also du bist eigentlich so groß wie ich, denn dein Gewicht so, habe ich ja schon selber erzählt. Also du musst, ich habe dir erzählt, mit 2000 auf jeden Fall anfangen, weil ich musste auch mit 2000 anfangen, weil wenn man lange Sport macht und schon ein paar Mal Diät gemacht hat, dann weiß man auf jeden Fall, wie man so ringen muss mit den Kalorien. Es sei denn, es wäre ein genetisches Wunder, dass er jetzt mehr fressen könnte. Aber selbst ich bin mit 2000 reingegangen, darum habe ich auch André ist von vornherein schon leichter gewesen, darum habe ich auch mehr abgenommen. Ne? Weil ich war auch bei 2000 gewesen, war dann bei, also ich war 2000 für 2 Wochen, dann auf 1,8 war ich gewesen, bestimmt für 6 Wochen. Und das letzte war ich bei 1,5. Du warst auch auf 1,15 gewesen. Ich war auch auf 1,15. Genau. Und wie gesagt, mit Fasten auf jeden Fall. Warum? Mir muss jetzt gar nicht springen, wenn ich jetzt Frühstück 500, da bin ich einfach nicht satt davon. Mittag 500 Kalorien und abends, das ist scheiße. Also, denn am besten sind die Tage, wo ich aufstehe, am besten, wenn ich sitze, YouTube gucke, bin zum Training, am besten bis um 1 und dann koche ich mir Essen, dann geht es um 3 los mit der ersten Mahlzeit am besten. War für mich halt gut, ne? Komme ich halt einfach zum Tag. Also in deiner Freizeit quasi, nicht wenn du arbeiten darfst. Ja, aber bei Arbeit zum Beispiel, in die Fuji hatte, war ich dann ja, das erste Mal gegessen, vielleicht um 10 oder sowas. Aber ich habe versucht, das mal rauszuhören. Auf jeden Fall, dass ich abends am meisten esse. Was da, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen dazu. Also musst du ganz normal dein Kaloriendefizit fahren wie immer. Halt bei der Arbeit ein bisschen anders und beim Training halt so. Ja, quasi, genau. Und jetzt die ganz wichtige Frage, wie viel Kilos habt ihr abgenommen bitte? Ungefähr? Also bei mir war es maximal gewesen. Achte. Also es war heute das Minimalste. Also wirklich, da war ich bei 72,1. Angefangen habe ich bei 80 Kilo ungefähr. 72,1. Schwankt natürlich mal ein bisschen, ne? Also, aber das war das Maximalste, was jetzt runter war. Ohne Schuhe. Nackig. Sehr schön. Und du? Ja, für mich war es so, wie gesagt, die erste Diät. Ich musste natürlich erstmal gucken, ne? Ich war bei 74 Kilo. Hab da 5 Kilo abgenommen. Und wenn man, ich sag mal, ich war ja nur nicht fett, ne? Wenn man dann damals schon wenig wiegt. Und ist schwer. Und da runterzukommen, das ist halt schon schwer. Ne? Also auf jeden Fall, auf jeden Fall. Bei 1500 Kalorien. Ich habe meine 5 Kilo abgeschmissen. Fand ich für mich jetzt in Ordnung. Da weiß ich schon bei der nächsten Diät, was ich anders machen könnte. Was ich vielleicht anders machen werde. Um halt doch vielleicht ein bisschen weiter runterzukommen, um halt wirklich noch die Finite auszusehen. Und einfacher ist natürlich noch, wenn du halt dann noch am Ende, also wenn du jetzt schaffst, dieses Jahr noch ordentlich zuzunehmen. Der ist natürlich 1000 Mal geiler. Also, oder einfacher abzunehmen. Ne? Aber wenn du bei einem geringen Körpergewicht schon anfängst, Diät zu machen, Denn Umsatz ist ja auch weniger, den Kalorienverbrauch, also es ist noch schwerer abzunehmen, ne? Wenn er sich jetzt hochfressen würde, ich sag mal, übertrieben gesagt, Alter, das ist ein genetisches Wunder, Alter, er schafft hier Muskeln aufzubauen, 20 Kilo im Jahr, man, dann geht der Umsatz voll nach oben, ne? Weil Muskeln verbrauchen Kalorien halt und dann braucht er auch nicht mehr auf 1,5 gehen, dann würde er schon mit 2000 abnehmen. Deswegen. Also mit wie viel Kilo hast du ungefähr gestartet? Ich war bei 74 Kilo denn. Bei 74, jetzt bist du bei 69. Also 69 bei einer Körpergröße von? Also 1,74. Mhm. Ist okay. Kann man sagen, ist okay. Optisch gesehen sieht es gut aus. Also das ist das, was zählt. Ich denke mal, der Rest ist erstmal irrelevant. Hauptsache du bist gesund. Auf jeden Fall verbessert, Mann. Ja, klar, Mann. Das ist ja das Ding. Ey, gut, ich habe auch nicht bei meinen ersten Dingen gesagt, jetzt, oh Mann, Alter, ich mache jetzt Diät, dass ich voll krass hardcore shredded bin. Weil das kannst du auch nicht voraussagen, ne? Auf jeden Fall verbessert, Mann. Heute haben wir auch wieder ein Video gedreht, ne, im Center. Ich muss sagen, bei André, also richtig gut, Mann. Die Arme sind geblieben, Mann. Für zum Beispiel, wer Micha hat Probleme bei Diät, wenn er Diät macht, dass die Arme bleiben. Bei anderen sieht es echt gut aus, Mann. Also wirklich, da gibt es Szenen, die sind richtig geil aus, Mann. Und im Center halt auch, da kommt gute Teilung. Klar, Bauch ist halt auch schwer,
habe ich ohne Probleme. Aber generell bin ich, also ich bin mit der Form zufrieden. Und was sagst du? Ich bin auch zufrieden. Du bist auch zufrieden. Also, da hätte der Bauch ein bisschen definierter werden können, aber. Und was ist mit der Kraftgeschichte? Ja, muss eigentlich gemerkt, dass der Kraft-Einbuße hast du volles Palettier. Ja, Bankdrücken, nur noch mit 60 Kilo, meine 10 Wiederholungen. Und sonst habe ich probiert, meine Kiloanzahl zu halten, aber halt weniger Wiederholungen. Mit was für einen Start hast du denn gehabt in dem Sinne so? Aber du sagst jetzt Bankdrücken mit 60 Kilo, war das jetzt, was jetzt so gerade ein bisschen abkotzt? Wie war vorher gewesen? Wie viele Kilo hast du vorher gemacht? Vorher habe mit 70 Kilo Bankdrücken gemacht, ja, meine 10 Wiederholungen. Also warst du 10 Kilo quasi mehr gewesen. Ja, genau. Also das war ganz schön. Zumindest bei Bankdrücken. Weil die anderen jetzt die Kurzhanteln oder hier Butterfly, Seilzug, da habe ich mein Gewicht gehalten, aber halt weniger Wiederholung geschafft. Dann halt statt 12 Wiederholungen noch 8 Wiederholungen. Aber ich wollte dann einfach das Gewicht halten. Ja, das ist mir ganz interessant, mal die paar Fragen zu stellen, indem Felix kennt ja jeder. Da müssen wir mal was Neues in dem Sinne. Ja, da muss man ja auch mal so sehen aus der Perspektive. Weil Felix sagt hier zum Beispiel, der hat jetzt hier mit 80 Kilo begonnen, dann wir sehen, okay, Felix hat mit 80 Kilo Bankdrücken begonnen und macht die Dinger und 10 Kilo weniger. Klar, und dann sagt er, er steht ja sehr gut einig auf der Geschichte, machst du ja in dem Sinne. Dass du sagst, okay, pass auf, ich habe übrigens einen Krafteinfluss hier oder Einbuße und dann jetzt hier bei 60 Kilo macht er von 10 Wiederholungen, aber im Endeffekt ist ja das kurzzeitig irrelevant für alle in dem Sinne, Hauptsache die Optik stimmt, ja, oder? Ja, also, wir sind jetzt hier gerade in Köln, wir sitzen hier im Hotel, morgen ist die FIBO, die Fette, und ich denke mal, da wollen wir einfach nur alle gut aussehen in dem Sinne, statt ja, einfach nur so, Mann, Kraft. Einfach ich sag mal, ich mein Freund lieber Power, ist klar, macht ja, mal Spaß, Mann, aber Hauptsache Optik, ne? Ich sag, heute fürs Training haben wir auch halt Ionisch getrunken. Bis jetzt waren wir am Puppen jetzt gewesen, um 3, 4 ja. Ohne Strücken. Naja, wir haben eine lange Phase dort. War auch jetzt auch schwer gewesen, das Training. Kriegst du auch schon Krämpfe, aber Optik, man halt, ist halt Bodybuilding, ne? Ja, klar, das ist halt geht's. Vorrangig das Ziel, man. Und es geht nicht darum, dass ich jetzt schon Power habe. Genau wie das Training heute. Das war jetzt nicht ein Training, wo ich sage, oh Mann, Alter, ich gehe jetzt zum Training mal woanders, mal gucken, ob ich mich da steigern kann. Nee, weil steigern tue ich mich nicht. Vor allem nicht, wenn ich nicht laufe, das geht halt gar nicht, ne? Ja, du hast ja keine Flüssigkeit, nee, es klappt ja, nicht. Aber deswegen. Kommen wir gleich mal zur nächsten Frage in dem Sinne. Das ist eine gute Überleitung. Wir sind ja bei der FIBO in Köln. Mhm. Und hier kann man nicht nur breite Typen gucken, hier kann man auch Zeug kaufen. Wie sieht es aus mit Supplements? Was habt ihr so genommen für die Diätphase jetzt mal? Was habt ihr für Zusätze genommen? Wie habt ihr es gemacht? Was habt ihr euch reingehauen quasi? Habt ihr einen Booster genommen? Was für einen Booster genommen? So ein paar Kleinigkeiten, ja, mal ein kleines Update geben, okay, quasi. Also Booster habe ich jetzt für mich gar nicht genommen. Habt ihr welche zu Hause, aber jetzt für mich nicht gebraucht. Das Einzige, was wir jetzt genommen haben, ist ein Fettburner, den haben wir genommen gehabt, den haben wir beide genommen, den haben wir uns geteilt. Und ich hatte mich für mich persönlich noch einen Testo-Booster bestellt, um halt einfach den Testosteronspiegel noch ein bisschen anzuheben, um halt in der Diät noch ein bisschen, sag ich mal, noch Power zu haben, auch halt mal die Motivation zu haben, jo, Alter, da geht noch was beim Sport. Genau. Das war einfach, ja, man braucht ja auch diesen Ego-Push, oder? So, ja, ein bisschen, genau. Weil wenn du schon sagst, 10 Kilo weniger auf der Bank, und dann kommt der einer rüber und sagt, ey, was ist denn das da, Junge? Sieht aus wie ein Berber und schafft nur. Ja. Das Ding ist ja auch mal, ich hab es ja an dir erzählt, ne? Fakt ist ja auch, wenn du halt weniger Kalorien zu dir nimmst, auch abnimmst, Mann. Denn, Alter, Testo sinkt da halt oben, ne? Cortisol steigt da. Also war in den Testo-Booster auch was Cortisol ein bisschen runterdrückt, ne? Dieses Stresshormon hab ich halt empfohlen, ne? Der Fatburner, nice to have, Mann. War auch für mich von der Job war es auch ein guter, man hätte 2 Kraft an den Tag nehmen können. Aber darauf will ich eigentlich gar nicht so viel rumreden. Ich weiß, wie es ist, Mann. Es war wie mit meiner. Ah, nee, das darf ich gar nicht sagen. Meine American Sub-Experiment. Alleine deswegen, damals haben mich ganz viele angeschrieben, jeden Tag nach dem Hochladen, was hast du genommen? Und das Problem ist immer, dass sich viele daran aufhängen, an so einer Scheiße. Oh. Die wollen sofort wissen, ah, geil, Mann. Weil, wenn Anne jetzt Fotos macht und die sehen halt geil aus, Mann, gibt es wieder Leute, die sagen dann, Alter, was hast du genommen, Mann? Weil sie sofort wieder davon abhängig machen, was manchmal mit gar nichts zu tun hat, Mann. Wisst ihr, hätte ich meine Diät nicht erfahren, da kann ich mit 10 Packen Fettburner holen oder Testo-Booster, Mann. Dann sieht es trotzdem scheiße aus, Mann. Naja, aber im Endeffekt hast du trotzdem was an Supplements genommen. Ja, Mann. Und das ist ja das quasi gerade, was die Leute ja auch interessiert, was du da genommen und hast. Und fuck es, Mann, ich mach's auch gerne, Mann. Das motiviert mich auch. Das ist ja einfach so, Mann. Das ist wie, ja, Mann, wie sich Doping. Also, immer so, sieht da auch in der Natur des Menschen, Mann. Die Gladiatoren haben damals ihre Stierhoden gefressen, damit sie irgendwie Vorteil hatten, weil sie dachten, haben mehr Testosteron. Und ich fühle mich dann auch einfach besser, wenn ich einen Testo-Booster habe, Mann. Wegen Fettburner habe, ist ja immer so. Also für den Kopf quasi ganz gut. Ja, Mann. Auch wenn es trotzdem noch was bringt. Ist immer so. Der ist, Mann, warum gibt es den Placebo-Effekt, Mann? Weil Leute einfach urschwer daran glauben, alles klar, Mann. Ich habe jetzt was, das ist wie mit Booster, Mann. Ich habe zum Beispiel Booster sehr oft genommen. Da hatte ich mir dann mal vorher Fettburner gekauft, den habe ich gar nicht vertragen, ich habe andere geschenkt. Ist aber für den Kopf, Mann, ist es geil, Mann. Deswegen ist immer nice to have, Mann. Aber war nicht ersetzt halt hier wirklich die Diät und Ernährung, ne? Also da geht gar nichts vorbei, Mann. Das ist richtig. Da habt ihr wohl beide recht in dem Sinne.
Ja, also Jungs, dann machen wir mal eine freie Schnauze-Geschichte hier nochmal kurz hinten dran, weil die Hauptfragen haben wir ja nur gestellt, was eure Diät angeht. Wie soll es jetzt noch weitergehen? Ja, dann ist gut. Ist egal. Auf jeden Fall fliegen wir nicht nach L, dass wir halt U-Stücke sind. Also wir wollen schon da am Maske Beach, Mann. Da haben wir die ganze Pumper sind, Mann. Auf jeden Fall, da wird es ja noch fitnessmäßig aussehen. Und ihr nehmt die Kamera mit. Definitiv, Mann, auf jeden Fall. Und dann wird auch definitiv hier Aerofanatics Channel definitiv noch ein paar Videos kriegen aus Amerika. Da auf jeden Fall, hundertprozentig, das war 12 Tage, also da geht's auf jeden Fall, hat man. Da kommt einiges, Alter. Wenn wir nach Las Vegas dann fahren und ein paar Coins drin werfen. Vom Tellerrascher zum Millionär oder vom IF-Boy aus Deutschland quasi, als Rückenschlag nach Amerika zum Millionär. Da haben wir ein One-Way-Ticket, da kommen wir glaube ich nicht mehr wieder. Da haben wir schon abgeschickt, man, da gibt's noch LA U-Bahn Fitness. Aber ist egal, hat ja schon mit der D zu tun, ist egal. Nein, das ist egal. Gut, jetzt gibt's noch eine Frage. Können wir irgendwas klären noch? Eigentlich, also ja, André, hast du noch eine Frage? Willst du was erzählen? Du kannst jetzt rausrücken, damit du auch fähig bist. Ihr könnt jetzt, also spontane Geschichte könnt ihr rausbringen, was die Diät angeht, in dem Sinne, das ist gut. Ansonsten, ja, böse nicht. Also mehr Fragen hätte ich jetzt nicht in dem Sinne von meiner Seite her. Wie sieht das bei der Interview von aus, die sagen, was sind die Fragen, die Leute da draußen vielleicht irgendwie interessieren könnte? Ja. Da ich ja schon mehrmals eh gemacht habe und eigentlich alles dazu gesagt hätte, André wäre jetzt neu, mal eine Frage gestellt, aber ich denke, wir haben alles gesagt. Naja, bei anderen wollen sie bestimmt bloß wissen, Telefonnummer und so, wo er wohnt. Das denke ich auch, das merke ich auch mal wieder, aber das ist halt privat, ne? Alles privat und da wird es nicht passieren. Wir werden die Nummer dann danach verlinken, aber ist egal. Genau, also die bänden wir hier unten ein. Der Link ist in den Kommentaren. Ja, genau, weil drückt auf den Link und ihr landet bei ihm. Ne, das passt schon. Naja, dann würde ich sagen, er war schon gewesen, ne? Oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. War schön, hat mich gefreut und jetzt verpisst euch, ich will schlafen. Genau, das war gut, Ende.